Willkommen zurück. Du hast dir bestimmt schon gedacht oder dich gefragt, hey, wo ist denn der Tim? Gibt es keine Videos mehr von dem? Doch, die gibt es noch hinter einer neu gestrichenen weißen Wand. Ich bin wieder zurück in alter Stärke mit alter Faustpower. Und heute reden wir über ein Thema, das ich in den Kommentaren bekommen habe, nämlich Thema Neediness, bedürftig sein. Und das will ja immer keiner. Wir wollen nicht bedürftig sein, denn wenn wir bedürftig sind, dann kommen wir nicht gut bei den Frauen an. Und deswegen fragen mich die Leute, Tim, wie schaffe ich es, nicht mehr so bedürftig zu sein? Und die erste Sache, die du verstehen musst, und ich werde gleich zu so ein paar anderen Sachen noch kommen, aber die erste Sache, die du verstehen musst, ist, in dem Moment, wo du versuchst, nicht bedürftig zu sein, ist alles, was du tust, bedürftig. Klingt erstmal verrückt, ich erkläre es dir. Wenn du alle Handlungen in der Gegenwart von Frauen machst, damit du nicht bedürftig wirkst, nehmen wir mal an, du spielst so, als wärst du cool, um nicht bedürftig zu wirken, dann bist du in dem Moment bedürftig. Denn du sagst ja, hey, ich brauche die Frau so dringend, ich brauche die gute Reaktion der Frau so dringend, dass ich mich verstelle oder dass ich irgendeine speziell ausgearbeitete Handlung mache, um die Frau zu bekommen. Das heißt, in dem Moment, wo du irgendwas tust, um nicht bedürftig zu wirken, bist du bedürftig. Das ist erstmal das Grundkonzept und wichtig zu verstehen. Das heißt, es geht nicht darum, besonders unbedürftig zu spielen oder zu versuchen, besonders unbedürftig zu wirken, sondern es geht darum, sich frei und stark auszudrücken, stark zu flirten, auch gerne direkt zu flirten, auch gerne mal indirekt zu flirten und in Ordnung damit zu sein, wenn die Frau dann auch geht, wenn du die Frau dann auch dadurch verlierst. Je mehr du versuchst, die Frau bei dir zu behalten, je mehr du versuchst, die Frau verzweifelt an dich zu binden, ob es jetzt beim Ansprechen, Kennenlernen oder in der Beziehung ist, desto bedürftiger bist du, desto schlimmer wird es in den meisten Fällen. Es gibt natürlich trotzdem ein paar Grundregeln, an die man sich halten kann. Im Sinne von, schreib der Frau nicht jede 2 Minuten. Frag eine Frau nicht 200 Mal oder, jetzt machen wir mal eine realistischere Zahl, frag eine Frau nicht 10 Mal nach einem Date, wenn sie dann 10 Mal Nein sagt und du immer wieder nachfragst. Natürlich, wenn du das machst, wenn du sie immer wieder fragst und sie sagt immer wieder Nein zum Date und du fragst immer wieder, dann ist das natürlich und wirkt das auch sehr bedürftig. Du musst dir keine großen Sorgen machen, darum bedürftig zu wirken, wenn du in jedem Moment damit in Ordnung bist, dass die Frau, mit der du gerade unterwegs bist, die Frau, mit der du gerade flirtest, dass du sie einfach verlieren könntest. Wenn du damit in Ordnung wirst, dann musst du dir keine großen Gedanken mehr um Bedürftigkeit machen. Solange du versuchst, die Frau da vor dir oder die Frau, mit der du zusammen bist, irgendwie mit irgendwelchen Mitteln unbedingt bei dir halten zu wollen, dann werden deine Handlungen bedürftig wirken und dann wird es auch bedürftig auf die Frau wirken. Dann kann die Folge sein, dass ihre Anziehung dir gegenüber schwindet. Dir muss also klar sein, und ich weiß, wie schwer das ist, dass es Kontrolle ist, mein großes Gebiet, aber dir muss klar sein, du hast nur begrenzt Kontrolle über die andere Person, die da bei dir ist, nämlich in dem Fall die Frau. Du hast nur begrenzt Kontrolle. Wenn du sie ansprichst und sie gar nicht kennst, hast du noch weniger Kontrolle. Wenn du bereits mit ihr zusammen bist, hast du auch, du hast schon mehr Kontrolle, weil du hast ja einen Einfluss auf sie, sie hat eine Verbindung zu dir, aber dein Einfluss auf diese andere Person, egal jetzt, ob es eine Frau ist oder ein anderer Mann, ein Kumpel von dir, ist immer nur begrenzt. Und mit dieser Tatsache in Ordnung zu werden, wird dich an den Punkt bringen, dass du nicht mehr bedürftig handelst. Das heißt, wenn du versuchen möchtest, irgendwas zu tun, um cooler dazustehen, um weniger bedürftig bei der Frau zu wirken, dann bist du schon bedürftig. Dann lass es lieber gleich. Konzentrier dich darauf, da habe ich so einen Satz, konzentrier dich darauf, dich auszudrücken, nicht die Frau zu beeindrucken. Ausdrücken statt beeindrucken. Und wie gesagt, es kann natürlich bedürftig wirken, wenn du einer Frau ständig hinterher rennst, wenn du einer Frau, die dir ganz klar gesagt hast, nein, ich will nicht, ich habe keinen Bock, ständig wieder hinterher rennst. Aber auch da gibt es so kleine, aber feine Unterschiede. Man kann sehr charmant und humorvoll und mit Witz eine Frau jagen, die erst Nein gesagt hat. Und man kann es sehr bedürftig tun, im Sinne von, hey, bitte, lass uns das doch probieren. Ich weiß, das passt gut bei uns. Gib uns doch eine Chance. Komm schon, bitte. Oh, das wäre mir voll wichtig. In dem Fall ist es sehr bedürftig. Du versuchst, mit der Frau zu argumentieren. Du versuchst, sie logisch zu überreden. Es gibt aber auch eine coole und entspannte Art und Weise, im Sinne von, sie weist dich erst ab und du findest es halt irgendwie witzig oder nimmst es nicht zu ernst, musst ein bisschen lachen und bleibst einfach locker und entspannt bei der Sache und flirtest weiter mit ihr. Das ist eine bessere Art und Weise, dann damit umzugehen.
Punkt des Videos, du musst dir keine Sorgen machen, bedürftig zu wirken, wenn du nicht versuchst, nicht bedürftig zu wirken. Schwieriger Satz, denk nochmal darüber nach. Ich glaube, das, was ich dir im Video erklärt habe, macht ziemlich klar, wie ich das meine. Das heißt, Thema Neediness, Thema bedürftig wirken, musst du dir jetzt nicht den riesen Kopf drum machen. Es ist auch so, dass mit der Zeit, je mehr Frauen du kennenlernst, je mehr Frauen du ansprichst, je mehr du auch deine Fähigkeit entwickelst, Frauen anzusprechen, mit der Zeit wirst du weniger bedürftig, weil du auch mehr Auswahl hast. Ist ja ganz klar, ne? Das ist natürlich auch ein Faktor, den ich jetzt hier gerade vergessen habe, aber das ist auch ein Faktor. Wenn du jetzt 10 Frauen hast, die du anrufen kannst, mit denen du theoretisch was haben kannst, dann bist du natürlich weniger bedürftig. Dann ist es ganz automatisch, dass du weniger bedürftig bist, als wenn du nur eine Frau hast, die du anrufen kannst. Das ist ja ganz klar, ne? Und hier erkennt man wieder, was Bedürftigkeit bedeutet. Weil du 10 Frauen hast, lässt du dir halt weniger gefallen. Das ist ja ganz klar. Also nehmen wir an, du hast 10 Frauen und eine Frau davon macht irgendwie Terror oder behandelt dich scheiße. Dann ist es für dich natürlich viel einfacher zu sagen, ja, tschüss, weil ich habe noch 9 andere, als wenn du nur eine Frau hast. Und hier kommt der Unterschied, den man verstehen muss. Du musst, auch wenn du eine Frau hast, genauso handeln, wie als hättest du 10 Frauen. Dieses, ich entferne die Frau aus meinem Leben, wenn sie sich nicht benehmen kann, das passiert, wenn du 10 Frauen hast, weil du große Auswahl hast, aber das muss auch passieren, wenn du eine Frau hast. Und da beginnt die Bedürftigkeit. Die Männer tendieren dann dazu, oh Gott, ich habe nur eine, ah, ich versuche es mal recht zu machen, dass ich die nicht auch verliere. Nein, du musst sie verlieren, wenn es sein muss. Das ist vielleicht auf kurze Sicht schlechter für dich, weil du verlierst sie ja, aber auf lange Sicht besser für dich, weil du entwickelst eine ganz andere Wirkung, eine ganz andere Durchschlagskraft als Mann, als Flirter, als Verführer. Und das wird dir auf lange Sicht gesehen viel weiter helfen als diese Kurzzeitlösung. Ich hoffe, es ist alles soweit klar geworden zum Thema Neediness, Bedürftigkeit. Wenn nicht, schreib es mir in die Kommentare, Videovorschläge in die Kommentare. Ich mache Videos draus. Ansonsten, geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns bereits wieder. Ich hoffe, du freust dich, wie als wenn Weihnachten wäre. Genau, so sagt man das grammatikalisch auf jeden Fall nicht. Ich weiß oder hoffe, du freust dich. Unten links. Blödsinn, neben mir kannst du den Channel abonnieren und solltest du keine Videos mehr zu verpassen, unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben, wenn du ein Profi-Verführer werden willst, wenn du viel Sex haben willst, wenn du eine Freundin finden willst, wenn du dein Leben mit Frauen aufs nächste Level bringen willst, kommst du zu mir, ich unterstütze dich dabei. Und rechts geht's zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, schau da unbedingt mal vorbei, kleiner Geheimtipp von mir, und wir sehen uns übermorgen wieder. Bis dahin, ciao.